Warnung. Dieses Video könnte für viele von euch sinnlos erscheinen, doch in Wirklichkeit wissen wir doch alle, dass ihr eh nur notgeil seid. Muhahaha, dieser Werbespot ist eine Warnung. Und jetzt sagt nicht, dass ich euch nicht gewarnt hätte. Ist doch alles nur Spaß. Muhahaha. Hey, was geht ab? Alles klar bei euch? Ja, ihr denkt euch jetzt bestimmt, scheiße, mal wieder kein Question-and-Answer-Video oder was? Ja, richtig. Aber das hat einen Grund. Und zwar ist etwas passiert, oder beziehungsweise ihr könnt das entscheiden, wie es passiert und wie es weitergeht. Denn Fatom hat ein bisschen was, oder was hast du gesagt, ein bisschen was. Er hat telefoniert mit einer bestimmten Person, die ihr auch kennt. Keine Angst, ist jetzt kein Riesenstar oder so. besser gesagt, ja, ihr werdet es gleich erfahren, also ich werde es gleich abspielen, das Video. Ihr könnt aber selber dann entscheiden, wie es für euch weitergeht und ich werde dann auch meine eigene Meinung dazu sagen, oder besser gesagt, selber entscheiden, wie es weitergeht. Von daher könnt ihr aber selber entscheiden, wie ihr es gerne weiterhaben wollt. Ihr müsst das halt einfach nur in dem Hauptvideo dann in die Kommentare schreiben. Wie das geht oder was ich damit jetzt meine, werdet ihr eh gleich sehen. Also von daher habt keine Angst. Es ist auch nicht so, dass ihr jetzt, dass ich jetzt aufhöre oder so, weil ihr jetzt mal gesehen habt, oh, 2 Wochen war kein Video. Oh, vorsichtig. Nee, also ich mach das schon weiter. Ich hab mir halt nur gedacht, was ich als nächstes Video machen soll. Und ein Question and Answer Video kommt aber auf jeden Fall im nächsten Video. Also habt keine Angst. Ich wollte das halt einfach mal ein bisschen abwechslungsreich machen. Ich hoffe, das ist vollkommen okay. Ich denke, das ist aber auch okay. Ich meine, ich bin ja nicht gebunden an euch. Ich bin, wie gesagt, noch kein YouTube-Partner oder so. Auch wenn ich schon eine Anfrage habe auf eine YouTube-Partnerschaft. Ich habe sie noch nicht angenommen, weil ich einfach vom Prinzip her nur Spaß dran haben will. Weil ich habe Angst, falls ich jetzt irgendwie YouTube-Partner bin, dass ich dann auf einmal plötzlich in diese Schiene komme, mich nicht mehr dafür zu engagieren, Videos zu machen, sondern einfach irgendwelche Videos raushaue und selber nicht glücklich drüber bin, weil ich weiß, ich krieg eh genug Geld, weil ich Klicks kriege. Von daher muss ich sagen, bleibe ich lieber kein YouTube-Partner, falls jetzt die Frage aufkommen sollte. Hat jetzt nichts mit dem Video zu tun, aber falls die Frage aufkommen sollte, wisst ihr, wieso ich kein YouTube-Partner bin. Lange Rede, kurzer Sinn. Schaut euch einfach das Video an, habt viel Spaß und ich hoffe, es kommen vielleicht ein paar mehr Abonnenten dazu. Wäre cool. Ich bin froh, euch jetzt schon so viele zu haben. Ich bin generell froh, dass ich das auch angefangen habe. Ich laber eigentlich viel zu viel, ey, das ist voll der Asi. Egal, wir fangen an. Peace. Haut rein. Oh, mein Handy klingelt. Ach, Magdalena ist es. Muhahaha. Hey Magdalena, wie geht's? Hey Phantom, ja, eben ganz gut, denke ich. Ich muss mit dir mal über uns reden. Ja, okay, ich weiß, ich habe das Bett nach dem Sex nicht neu überzogen, aber ich fand die schwarze Matratze mit den weißen Flecken sah aus wie ein Dalmatiner. Nein, Phantom, das meine ich nicht. Ich will mit dir über uns reden. Ach so, ich verstehe. Ja, dass ich das letzte Mal so notgeil auf dich war, tut mir leid, aber verstehen doch bitte, ich hatte 3 Wochen nicht mehr gehabt, da hat man schon Lust getankt. Muhahaha. Das ist es aber auch nicht. Phantom, es geht um uns beiden, nicht um irgendwas, was wir schon gemacht haben. Es geht um uns. Du willst mit mir Urlaub machen. Das ist ja krass. Hätte ich echt nicht gedacht. Ich freue mich einfach unglaublich. Danke. Wo wollen wir hin? Oh Mann, Phantom, bist du echt so blöd. Ich hab keinen Bock mehr auf dich, verstehst du? Ja, mach doch nix, Magdalena. Muhahaha. Komm einfach morgen, wenn du wieder Bock hast. Also, dass du mich dafür anrufst, finde ich schon echt komisch. Muhahaha. Ei, du kleine Affe ohne Hirn. Ich mache Schluss, verstehst du? Wir beide gehen jetzt getrennte Wege. Also ganz ehrlich, Magdalena, kleiner Affe ohne Hirn war bisher das Süßeste, was ich je gehört habe. Muhahaha, aber ich verstehe immer noch nicht, wieso du anrufst. Ich meine, getrennte Wege gehen wir jeden Tag, oder nicht? Ei, du bist ja ehrlich so dumm. Denkst du nur mit deinem Penis oder was? Muhahaha, ich mache Schluss, das heißt, du und ich sind nicht mehr zusammen. Kein Paar mehr, du verstehst jetzt. Du willst mir jetzt ernsthaft weismachen, dass du mit mir Schluss machst? Oder ist das nur wieder irgend so ein Trick und du kommst nicht wieder nach einer Woche? Nein, ich mein's ernst. Und ich muss jetzt auch auflegen. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute, Phantom, und pass auf dich auf. Ach, und noch was, fick dich. Irgendwie wollte ich dir das schon immer mal sagen. Hahaha, tschüss.